Mitte 1997 wird im Adtranz-Werk in Hennigsdorf die Baureihe 145 vorgestellt. In vielen Details ist in dieser neuen Güterzug-E-Lok die 12X aufgegangen. Zum ersten Mal ist das künftige Trax-Gesicht zu sehen, in Verkehrsrot, bis auf den ICE, ab 1997 die neue Farbe der DB. Trotz der Trennung der Geschäftsbereiche in Fern- und Güterverkehr erhalten ab 1999 einige 145er ein Nahverkehrspaket und eine moderne Wendezugsteuerung. Sie werden an DB Regio vermietet und kommen entsprechend zum Einsatz. Erst mit dem Erscheinen der Baureihe 146 werden die Einsätze beendet.